Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Katrin und die ist 27. Ja, hallo. Hallo Katrin. Hallo Domian. So, um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine ziemlich heftige Geschichte. Es ist so, ich wurde vor 2 Jahren sekundär von einem Blitzschlag getroffen. Der ist in die Nähe des Hauses in einen Mast eingeschlagen. Ich war mit meinem damaligen Freund telefonieren. Ja. Und die elektrische Entladung ist über die Telefonleitung in meinen Kopf geknallt. Ach. Und in der ganzen Umgebung. Das heißt, du hast währenddessen telefoniert? Ich habe telefoniert. Es hat nicht gewittert, es war nur ein einziger Blitz und der ist in einen Mast eingeschlagen in der Nähe des Hauses, so 200 Meter, 250 Meter entfernt. Du hattest den Hörer in der Hand? Genau, ich habe telefoniert mit meinem Freund. Ich habe ihm gerade gesagt, wie gut es mir geht. Und dann ist der Blitz durch den Hörer in deinen Kopf gegangen? Also er ist in die Telefonleitung eingeschlagen, in der Umgebung. Und der ist, ja, durch den Hörer in meinen Kopf geknallt. Ich habe zwischengehört und es gab einen riesigen, heftigen Knall in meinem Kopf und ich bin durchs Zimmer geflogen und, Gibt es sowas? Das habe ich noch nie gehört. Ja, ist das physikalisch möglich? Es ist möglich. Mein Vater, der ist Lehrer für Elektrotechnik und er hat gesagt, das ist möglich. Also mir haben es viele nicht geglaubt. Ich bin danach natürlich ins Krankenhaus gekommen, habe gesagt, was passiert ist. Wurde erstmal ins EKG-Gerät angeschlossen und habe Herzrasen gehabt ohne Ende. Ja, wie hast du dich überhaupt gefühlt nach diesem Blitzschlag? Ich hatte Todesangst, natürlich. Also ich hatte einen Puls von über 200, gefühlt zumindest, und war gerade bleich. Meine Mutter war dabei. Aber du warst bei Bewusstsein? Ich war bei Bewusstsein. Ja. Ich bin durchs Haus gerannt, ich habe geschrien ohne Ende. Hattest du Schmerzen im Ohr? Nee, im ganzen Körper. Ich habe ja wie eine Wunde. War das heiß am Ohr? Es war nicht heiß am Ohr, mich hat eher der Knall erschreckt in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf würde platzen. Es hat aber nur im Kopf geknallt. Nee, im ganzen Körper. Es ist richtig durch meinen Körper. Im Körper, aber es hat nicht draußen irgendwie geknallt oder in dem Telefon. Der Mast war kaputt. Ja, okay, der Mast war kaputt, aber das Telefon hat nicht geknallt. Es hat gezischt, also es hat gerauscht und gezischt. Noch nie gehört sowas. Nee, mein Freund, der hat das auch mitgekriegt. Der hat natürlich dieses Zischen in der Leitung mitgekriegt. Mhm. Und ich habe es halt natürlich gespürt und den Telefonhörer weggeworfen und ich war völlig... Da du ja in dem Moment nicht wusstest, was da passiert ist, musst du ja wirklich geschockt gewesen sein. Ja, ja. Man telefoniert und man hört plötzlich einen Knall in seinem Körper, im Kopf und fliegt... Du bist durch die Wohnung geflogen? Also ja, durch das Zimmer. Also jetzt nicht weit, 2 Meter vielleicht, aber es war schon heftig. Ja, was heißt geflogen? War denn da so eine Kraft, die dich weggestoßen hat? Ja. Das hat mich richtig zur Seite gebracht. War der Telefonhörer kaputt? Nein. Also in der umliegenden Umgebung waren die Telefone kaputt, aber bei mir nicht. Also es war das auch Telefon nicht, funktioniert heute noch. Ist auch nicht durchgeschmort? Auch nicht das, nee. Das überhaupt klingt ja eher wie so ein mystischer Vorfall. Ja. Das ist es, hat das jemand gesehen, wie du durchs Zimmer geflogen bist? Also gesehen nicht. Meine Mutter kam direkt ins Zimmer rein, als es passiert ist. Sie hat gesagt, da wär ein Flugzeug reingeflogen ins Haus. Und war total geschockt. Also ich bin ihr in die Arme gefallen, sozusagen. Ja, welches Geräusch hat denn deine Mutter gehört? Ja, sie hat gehört, dass als wenn ein Flugzeug ins Haus geflogen wäre. Aber du hast gerade gesagt, dass dieser Knall eigentlich nur in deinem Körper stattgefunden hat. Nee, sie hat ja den Blitz gehört. Draußen. Es hat ja einmal geknallt in den Mast hinein. Das hat sie gehört. Wie viele Meter bist du dann in dem Zimmer geschleudert? Ja, wie gesagt, so 2 Meter vielleicht ungefähr. Würde ich mal so schätzen. Also bist du geschleudert von oder bist du aus Schreck gesprungen? Ich bin eher gesprungen, aber ich hatte so das Gefühl, es hätte mich irgendwas weggedrückt. Also richtig weggehauen einfach. Und dein Papa ist Lehrer für Elektrotechnik oder so? Elektrotechnik, genau. Und ich habe, wie gesagt, viele nicht geglaubt, aber er hat gesagt, das ist möglich. Hat er denn von so einem Vorfall auch schon mal gehört? Nein. Ich bin auch seitdem, ich muss sagen, das Schlimmste ist einfach, seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Bevor du das erzählst, entschuldige bitte, du bist dann ins Krankenhaus gekommen und was haben die da, haben die irgendwas festgestellt? Nee, die haben halt ein EKG gemacht bei mir und das war dann aber wieder in Ordnung. Also ich habe mich dann wieder gefangen. Und bist an dem gleichen Tag dann noch nach Hause gegangen? Ich bin wieder nach Hause gegangen, aber dann gingen die Schreckensnächte los. Also, dass ich plötzlich elektrische Entladung im Körper hatte. Also, ich hatte das Gefühl, mein Nervensystem würde platzen vom linken Ohr ins rechte Bein. Und das waren solche Schockerlebnisse, dass ich halt in die Psychiatrie gekommen bin. Ach du je. Und die haben halt mir das nicht geglaubt. Die haben gesagt, ich würde das erfinden oder es wäre eine Psychose oder ähnliches. Also, ich bin nur auf Abwehr und Kritik gestoßen. Ja. Gibt es denn überhaupt einen seriösen
Menschen, abgesehen von deinem Vater, also ein Arzt oder irgendjemand anderen, der dir das glaubt? Ja, jetzt vor anderthalb Wochen bin ich zu einem neuen Arzt gekommen, nach 2 Jahren. Mhm. Der erste Nervenheilarzt, der mir das geglaubt hat. Und der hat mich gleich zu einem Traumatologen überwiesen. Weil er gesagt hat, es ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die ich habe. Und ja. Ich habe gerade auch in der Sekunde gedacht, das könnte auch ein Ausdruck einer Psychose sein, dass du das dir, also in deiner Realität so erlebt hast, aber dass es in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hat. Ja, da sprechen einige Dinge dagegen. Eben, gut, man muss mir ja glauben, wenn ich sage, das ist passiert, aber eben, dass meine Mutter dabei war. Also sie hat das definitiv mitgekriegt, dass mir das passiert ist. Und es kann natürlich sein, dass ich nachhinein eine Psychose dadurch entwickelt habe, weil ich sehe halt seit dem Ereignis Licht im Kopf, Licht im Körper, Licht im Kopf. Und das setzt mir natürlich sehr, sehr zu, weil ich einfach zum Beispiel letzten 4 Tage fast gar nicht geschlafen habe. Also das fällt nach wie vor an, dass du nicht schlafen kannst. Ja. Und du siehst, wenn du die Augen zumachst, siehst du Licht in deinem Gehirn irgendwie. Ja, genau. Also wie kann man sich das vorstellen? Einfach eine Sonnenkugel oder was siehst du? Nee, ich würde es so beschreiben, es kennen ja viele, wenn man in die Disco geht, man kennt dieses Disco-Licht. Also das so blitzartige Phänomene. Manchmal hält es auch an, dass ich nur Licht im Kopf sehe, also richtig Licht, als würde jemand mit einer Taschenlampe in meine Augen leuchten. Ja. Und das liegt jetzt 2 Jahre zurück. Ja. Aber du wirst doch hin und wieder mal doch schlafen können, sonst wärst du völlig erkrankt und gar nicht mehr lebensfähig. Ja, das Problem ist, ich bin momentan nicht wirklich lebensfähig, weil ich habe halt seit der Zeit sehr, sehr viele Medikamente bekommen, die mich auch abhängig gemacht haben, Benzodiazepine und ähnliches, und die das Ganze nur noch verschlimmert haben, und ich bin halt in einen Entzug gekommen. Ach du, das ist alles dadurch ausgelöst worden? Ja, genau. Also, lebst du zu Hause noch im Moment? Im Moment wieder, ja. Ja. Also seit 2 Jahren bin ich sozusagen aus dem Leben gerissen und kann ich gar nichts mehr machen. Ich war nur in Psychiatrien und zwischendurch mal, ja, ich bin völlig aus dem Leben geworfen. Und da, wo du jetzt behandelt wirst, hast du das Gefühl, dass das zumindest ein bisschen vorangeht? Also ich muss sagen, ich habe so eine Abwehr gegen Ärzte. Also ich bin da so ein bisschen, weil ich wurde in der Psychiatrie sehr, sehr schlecht behandelt und habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich kann Psychiatrien wirklich nicht jedem empfehlen. Aber du hast ja gerade gesagt, dass da ein Arzt ist, der dich jetzt ernst nimmt. Nee, also ist nicht in der Psychiatrie, das ist einer, der hier allgemein tätig ist, in der eigenen Praxis. Und bei dem bist du im Moment? Bei dem bin ich im Moment. Und das ist okay? Es ist ja, momentan wirken die Medikamente noch nicht so, aber ich möchte eigentlich auch nichts nehmen, aber ich muss halt was nehmen, um irgendwie wieder schlafen zu können. Du hast gerade gesagt, deine Mutter war mehr oder weniger dabei, die hat das so mitbekommen. Mhm. Und du sagst, dass du zu Hause wohnst. Mhm. Schläft deine Mutter schon? Nein, die ist noch da. Die ist noch da? Ja. Ist die bei dir jetzt im Zimmer? Die ist nicht im Zimmer, die sitzt vorm Fernseher, aber ich kann gerne mal... Das würde mich sehr interessieren, wenn du sie vielleicht fragen könntest, oder ich kann ja auch so mal fragen, liebe Mutter von Katrin, ich würde gerne ein paar Worte mit dir aussprechen. Geh mal rüber. Ja, sie kommt. Sie kommt, das ist ja super, das ist ja interessant. Ich gebe sie dir mal. Ja, wie heißt deine Mutter? Meine Mutter ist 60. Nee, wie sie heißt mit Vornamen? Ach so, wie sie heißt. Carmen heißt. Carmen, ja. Carmen. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt auf Carmen. Ja, hallo Domi. Hallo Carmen. Hier ist sie, Carmen, genau, die Mutter von Katrin. Ja, das ist ja nett, dass du auch nochmal ans Telefon kommst. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Aber dieses Phänomen ist von, wir haben das ist inzwischen auch schon von mehreren Seiten bestätigt worden, auch so in der Literatur bestätigt worden. Und Menschen, die da physikalisch ein bisschen was von verstehen, die haben das also auch so erklärt, dass das möglich ist. Also ich war im Haus, ich war ziemlich in der Nähe und ich hatte einen Wahnsinnsknall wahrgenommen, als wenn, bei uns fliegen die Flugzeuge ziemlich nah vorbei, also wenn hier wirklich ein Flugzeug eingestürzt ist, das Haus. Und ich konnte das Haus, das war so eine richtige Erschütterung auch, also wie so ein Krachen im Gebälk. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und dann hörte ich einen Knall oben und einen furchtbaren Schrei und Gepoltere, und dann fiel sie mir auch schon in die Arme. Wie erschien sie dir, als du sie da gesehen hast? Ja, wie eine Säule, gerade weiß, ich sterbe und hilf mir, und also es war eine ganz außergewöhnliche Situation. Und also für dich ist absolut sonnenklar, dass deine Tochter das wirklich so erlebt hat und dass es nicht eine psychische Erkrankung ist. Die Frage kam oft, ob sie das wirklich
nicht erlebt hat, weil, also ich habe mir auch sagen lassen, dass auch gerade Menschen, die psychisch krank sind, manchmal die dollsten Sachen erfinden. Genau. Aber sie hat es leider erlebt und das war wirklich der Tag X und das ist halt diese Odyssee hinterher. Ja, dann muss das ja für dich als Mutter ganz schlimm gewesen sein, mitzubekommen, dass in den Psychiatrien die Ärzte ihr nicht geglaubt haben. Ja, ja. Also wir kämpfen seitdem auf verschiedenen Ebenen und haben schon die Republik rauf und runter und teilweise im Ausland gewesen, um Hilfe zu bekommen. Mhm. Und ja, da hat sie also wirklich ganz viel durchgemacht. Deine Tochter war vor diesem Blitzunfall ganz gesund, ganz normal, alles im Lot. Rucksacktouristin, hätte ich fast gesagt, frei durch Neuseeland getrennt, so, nicht getrennt, aber die Frage ist oft gekommen. Nicht? Ist sie denn jetzt, würdest du sagen, auch wesensverändert danach? Also angstbesetzt, unglaublich angstbesetzt. Nicht? Kann man ja auch und verstehen. Bei jeder kleinsten Belastung, wenn irgendwas ist, was andere nur mal ebenso nebenbei wahrnehmen, das macht ihr solch eine Angst, dass immer gleich, als wenn immer gleich ihr Leben bedroht ist. Und, also das ist ja jetzt ein ganz, ganz spezieller Fall. Mhm. Ich würde auch in diesem Fall gerne mal mein Publikum fragen, ob jemand vielleicht irgendeine Kapazität kennt oder irgendjemanden weiß. Ja, das ist sicherlich auch so ihre Hoffnung oder unsere Hoffnung. Genau. Denn wir hatten damals Kontakt aufgenommen mit der Uniklinik in Regensburg und das hatten wir im Internet gefunden, dass sie sich damit befassen. Ja. Und aber die wollten auch mehr von ihr wissen, wie sie es überlebt hat, wie sie es erlebt hat, wie es ihr jetzt geht. Also ihr sucht jemanden, der ihr helfen kann, der das behandeln kann, der in irgendeiner Weise damit Erfahrung hat. Phänomene immer noch so stark hat. Genau, genau. Die nicht zur Ruhe kommen lassen. Also nicht? Wir haben die Geschichte jetzt sehr, sehr gut erzählt oder ihr habt die gut erzählt. Wenn sich jemand, wenn jemand irgendeine Idee hat, wo es eine Uni gibt oder irgendeinen Professor oder so, meldet euch doch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt dann zu Carmen und zu Katrin her. Carmen, danke, dass du auch nochmal gesprochen hast und gib mir doch nochmal netterweise die... Das ist ja sehr am Herzen, denn wir kämpfen hier gemeinsam mit unserer Tochter. Absolut, ja. Wenn wir helfen können, das machen wir sehr gerne. Dankeschön. Tschüss, Carmen. Ich gehe mal weiter. Ja, gerne. Hallo, Domian. Katrin, was hast du eigentlich vorher gemacht, beruflich, oder hast du studiert? Ja, ich habe studiert, aber ich wollte mein Studium wechseln. Ich wollte Theaterpädagogik studieren in dem Monat, als es anfing. Und jetzt ist alles, liegt alles brach seitdem und du kannst nichts machen. Ich habe halt Schauspielerei gemacht und im Theater gearbeitet. Also Katrin, ich habe es ja gerade zu meinem Publikum gesagt, wenn jemand eine Idee hat, der möge sich bei uns melden. Ja. Vielleicht können wir euch ja durch irgendeinen schlauen Tipp eines Zuschauers oder Zuhörers helfen. Das wäre ja was. Das wäre natürlich nett. Ich habe noch eine kurze Bitte. Es ist so, oder keine Bitte, es wurde halt von anderen Kreisen gesagt, dass man durch so ein Phänomen, dass etwas ausgelöst werden kann, was, ich kann zum Beispiel seit einem Jahr ungefähr Energien abgeben. Ich habe das Gefühl, es sind überschüssige Energien, als wäre noch etwas in meinem System, was einfach noch immer raus muss. Und ich weiß nicht, ob sich Leute damit irgendwie auskennen, so wie man so Energien einfach rauskriegt, dass man auch wieder ruhiger wird. Also ich bin wirklich... Also ich merke schon, da muss jemand ran, der richtig Ahnung hat. Ja. Ne, der mit solchen Phänomenen sich auskennt und der das fungiert auch behandeln kann. Ja. Liebe Katrin, also ich wünsche wirklich, dass irgendwas Gutes, Interessantes hier reinkommt und wir dir helfen können. Ich drücke dir die Daumen, dass dir geholfen wird. Und dass du wieder zu einem annähernd normalen Leben zurückkehren wirst. Ja, das wäre schön. Das ist ja wirklich ein Schock, das glaube ich auch. Alles Liebe, alles Gute, Katrin, und wir melden uns bei euch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.